Oh, das heißt wieder guten Tag, herzlich willkommen, moin moin auf YouTube, danke fürs Reinschalten. Eine neue Runde LS22 hier auf dem Nordfriesischen Marsch und natürlich auch vielen Dank auf Twitch in den Livestream-Chat, der wird am Start ist. So, Heuhot fragt, du eine Frage, an einen Mistbunker schaut die Plane nicht so gut aus, also wird mir so angezeigt, als ob dafür, hast du den mal neu platziert? Weil die erste Version hatte ja eine Bodenkollision, an der falschen Stelle liegende Bodenkollision, die gehörte eigentlich vor den Misthaufen und nicht in den Misthaufen. Und das heißt sozusagen, dass dieses Stück hier vorne komplett, also du bist beim großen oder bist du beim kleinen Misthaufen? Ich glaube beim großen, ne? Und dann ist hier so ein Schutzbereich, wo einfach nichts hinkommt. Links und rechts liegt schon so ein bisschen was und hinten liegt halt ein bisschen mehr. Das wird so bleiben, es sei denn, du machst den einmal leer, verkaufst den einmal und platzierst den einmal neu. Weil dieses Teil wird nur beim Platzieren praktisch eingeloggt ins Spiel. Da musst du halt den, ne? Musst du den einmal leer machen, einmal verkaufen und wieder neu platzieren. Dann sollte alles schick sein. Gerne, gerne. Nicole, moin. Gut. Das sollte auch Heu werden hier vorne, ne? Bisschen spät dran. Schnelle Wendung hier. Weg. Aber am Ende ist er schon, ist er auch gleich voll wieder. Aber wir haben ja auch da, wir arbeiten auch daran, dass die Zuckerfabrik einmal eine komplett volle Kapazität kriegt, ne? Kann ich da, wo Wasser im Graben ist, den Graben nicht planieren? Ich schon. Kann nur sein, dass es nur von der Seite, ne? Von, also so vom von Seite geht. Wie findest du bisher den BVB-Rückrundenstart? Ja, zumindest war die Ausbeute top. Also ne, 2 Spiele, 2 Siege. Aber das Wie ist dann wieder, ne? So ein bisschen die Geschichte. Also, ich hatte schon gestern das Gefühl, als ich die Aufstellung gesehen hatte, dachte, ah, Mokoko und Adeyemi, ich weiß nicht, diese gefallen mir aktuell beide nicht. Also Adeyemi die ganze Hinrunde schon nicht, wirkt immer so, ne, laxig, lasig, larifari-mäßig, kommen. Ihr bezahlt mir eh meine 3 Millionen im Jahr, also, ne, lass über die Haare wachsen, so nach dem Motto. Nix gegen Frisuren, ne, aber also seine, weiß ich nicht, seine Mentalität, seine Körper, Gesichts, wie auch immer, seine Mimik, Gestik, alles was dazugehört, der brennt nicht, der kämpft nicht, der gibt nicht alles, meiner Meinung nach. Da ist der neue Erwerb, der Rüson, den wir von Union Berlin gekauft haben. Dem siehst du im Gesicht an, der hat Bock, der brennt, der gibt Gas, der opfert sich auf, der rennt auch noch einen Kilometer mehr. Das mag ich, das ist genau die Mentalität, die Dortmunder brauchen und nicht dieses von wegen, nee. Und Mokoko ist jetzt glaube ich so ein bisschen, oh, jetzt habe ich einen dicken Vertrag in der Tasche, habe ein paar Millionen gekriegt dafür, dass ich hier nochmal unterschreibe. Natürlich will er eigentlich liefern, aber ja, das Mittelfeld, das war ja auch keiner, der irgendwie ihn bedient hat. Also du brauchst ja auch ein Mittelfeld, das funktioniert, um einen Stürmer in Szene setzen zu können und da war nix. Also von daher, ich bin da geteilter Meinung. Wie gesagt, Effektivität, 2 Spiele, 2 Siege, mehr geht nicht. Nur ne, das Wie und so weiter. Ein bisschen. Da ist wirklich überhaupt noch Luft nach oben. So, ich glaube, wir fahren mit dem mal zurück und organisieren uns gleich den großen Schwader, weil dann kann der schon mal Heuschwad machen. Beim LKW Liftachse runterlassen, dann fährt er schneller. Wie geht das?
schönen Abend. Danke, du darfst reinschalten. Das wird der Düngerstreuer. Stopp. Also, der Tipp war ja, man nimmt mit Düngerstreuer. Nebenan können wir dann eigentlich auch gleich einmal düngen. Stelle den auf automatische Ausbringung deaktivieren, weil wir wissen noch nicht genau, was hier in den Boden kommt. Aber das war der, dieser andere Mod stört gerade. So, stellte meinetwegen Ausbringung 18 Kilo ist eingestellt. Wir sind hier auf Düngen 29, also Düngerkurse brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Brauche ich nicht mehr so, obwohl hier fehlt 30 fehlt, 31 fehlt. Planen, hier zurück. Erster Wegpunkt. Das heißt, er bringt schon mal einen Grunddünger rein und braucht die Sämaschine nachher nicht ganz so viel Dünger. Liftachse senken, Steuerung Z. Okay, danke. Ich habe den auch, glaube ich, aktualisiert. Man müsste jetzt eigentlich, glaube ich, hat nach ihm nochmal überarbeitet. Und zwar ist immer auf, ja, es ist definitiv besser als vorher. Jetzt wird nämlich hier nicht mehr pauschal, warte, ich mache es ja immer pro Jahr, ne? Warte, Anzeigen pro Jahr. Hier wird jetzt nicht mehr pauschal, ich glaube, da wird zwar immer noch nicht ganz angezeigt von wegen, das mache ich gerade, sondern das ist mehr so, das kann ich und so weiter. Also es wird bei den Booster-Geschichten wird jetzt angezeigt, so wie hier zum Beispiel, das ist die Grundsumme, die er kann, meine ich. Also jetzt, ne, ohne alles. Und die 3-4 in Klammern ist das, was er machen könnte, sofern er voll geboostert wird. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Blockiert. Da dachte ich, ich nehme den Ladewagen und würde nicht immer das Bein pressen. Ich bleibe stehen, Problem haben. Kann man natürlich überlegen, was besser gewesen wäre, ne? Geht doch. Ein bisschen komisch. Nur an den Vorgewehren. Ja, also ich würde wahrscheinlich die Kurse dann löschen müssen, weil die wir so hatten, funktionieren halt damit nicht mehr. So, hier wird Unkraut bekämpft. Da wird gleich wieder dringend abgeladen werden müssen. Das mal übernehmen wir, bevor der Schaffer es noch bevor er stehen bleibt. Ja, das stimmt. So lange ist es wahrscheinlich immer nicht mehr Wiese. Wobei ich, wie gesagt, auch schon dachte, wenn ich tatsächlich noch mal irgendwann so wie die Schweinezucht und sowas baue, dann, dass man den, ne, den Bereich Rinderhof da im Süden wieder belebt, dass man sich mehr Fläche kauft. Und ist sowieso besser, wenn man sich natürlich, wenn man nicht alles zentral auf den Haufen stellt, auch performancemäßig. Natürlich immer besser, wenn man mehrere Hofstellen hat, wo man eine Chance hat, so ein bisschen Fahrzeuge, Geräte aufzuteilen und nicht alles geballt an einem Ort und Stelle zu haben. Das ist auch das Schneidwerk, ist nur die falsche Farbe. Wobei der Rope hat die falsche Farbe und das Schneidwerk hatte ich schon. Aber das kann man ja bei Gelegenheit mal einheitlich einfärben, das Ganze. Gibt es ein Update bezüglich neuer Schlachter mit Würmp? Irgendwann, ja.
Priorität nicht hoch. Weil das ist ja, wenn ich immer wieder, es kommt, ne, jeden Tag kommt irgendwas, ich hätte gerne, möchte gerne, kann das nicht und das wäre toll. Bei einigen Sachen muss ich sagen, okay, war vielleicht ein Fehler, ne, ist dann falsch gewesen von mir, muss natürlich dann irgendwann mal korrigiert werden. Aber wenn ich dabei bleibe, was mir täglich an E-Mails, an Vorschlägen, an Tipps, Ideen, Anregungen und so weiter kommt, dann wird das mit Zentrallager und den LS19-Produktionen nichts mehr. Das kann ich euch sagen. Deswegen ist gut, dass Revamp sozusagen das ändert. Das wird definitiv auch, es wird auch definitiv eine Schlachterüberarbeitung geben. Aber die Priorität ist erstmal nicht die erste. Auch wenn einige von euch schon den Schlachter haben, tut mir dann leid für diejenigen im Zweifel. Das, ich bin jetzt nicht sozusagen von heute auf morgen, zack, Revamp-Update ist draußen, jetzt muss ich super schnell den Schlachter überarbeiten. Nee, ich werde ihn überarbeiten, aber ich kann auch nicht genau sagen, wann. Ich werde ihn auch zeitnah überarbeiten. Aber halt nicht mit von wegen so Priorität 1, alles andere bleibt liegen, ich mache den Schlachter neu. Aber da muss man sich, wie gesagt, auch wieder reinfuchsen, da muss man sich grundlegende Gedanken machen, da muss man überlegen über weitere Fleischsorten und so weiter und so fort. Das ist ja nicht einfach nur austauschen, zack, fertig. Da gehört ja ein bisschen mehr zu. Hallo, wie geht's, moin? So, wenn ein Traktor im Graben landet, einmal Kursplay-Einstellung und Klammern Trecker-Symbol prüfen, wenden auf dem Feld aktiv. Mal gucken, das ist er bestimmt. Nee, achso, das ist er nicht. Ist aber auch nicht komplett schlimm hier mit den Bäumen. Bin ich komplett verwunderlich, dass er da mal hängen bleibt. Ich spritze überhaupt an, doch. Man merkt das aber nicht, ne? Weil der immer nur so ein bisschen rauspitschert. Letzter, nächster. Verständlich, jo. Danke, danke für Verständnis. Ja, ne, der eine sagt hier, ne, der andere da und das ist halt immer schwierig. Und tatsächlich sozusagen habe ich mir jetzt mal angefangen, mal die alten LS19 Zentrallagerdaten mal anzugucken. Aber auch da heißt es natürlich, das muss umfangreich neu aufgebaut werden, was die ganzen Skriptabläufe im Hintergrund angeht, ne. Paletten, die dargestellt werden, wenn man einlagert, das, wie man auslagert, das ist ja alles nicht mehr wie LS19. Und ja, natürlich muss auch ein ganz bisschen aufgefrischt werden. Bin noch nicht ganz so glücklich mit den Lagerhallen, die wir ja auch als praktisch als Heulagerhalle haben. Aber es gibt halt auch kein freies oder von Giants vorhandenes gutes Gebäude, was zentrallagermäßig gut geeignet wäre. Also wenn man hier so in den Standardgebäuden eben rumguckt, hatte ich ja gedacht, ob da vielleicht irgendwas Schönes bei wäre, was ich gut nutzen könnte. Aber da muss man natürlich immer beachten, wo sind die Tore, wo kann man rein und rausfahren, weil ich möchte schon ein bisschen eine frischere Halle eigentlich gerne haben, aber vielleicht mache ich es auch erstmal nach dem alten Stand fertig. Dann ist es erstmal da. Technik funktioniert dann im Zweifel und dann kann ich später immer sonst nochmal gucken, ob ich ein neueres, schickeres Gebäude drüber setze. Ne? Also, dann ist das Innere bleibt ja dann praktisch nur das Äußere. Ich hätte zwischendurch gedacht, diese Halle wäre eigentlich auch irgendwie ganz cool. Aber die hat erstens auch nachher zu viele Fenster, ist dann auch blöd organisiert. Das Problem ist natürlich, wir müssen das Zentrallager, das will ich natürlich auch versuchen, so performancemäßig hinzukriegen, dass es brauchbar wird. Weil bei der Anzahl an Paletten, was da dargestellt wird, wissen wir selber, bei einem vollgefüllten Zentrallager gab es dann schon irgendwann Schwierigkeiten. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, ich finde, leider gibt es hier keine schönen Standardhallen, die man dafür umfunktionieren kann. Ich muss also gucken, ob ich selbst irgendwas zusammengedeichselt kriege. Ja, oder wie ich schon sagte, wir nehmen erstmal die alte Heutrocknungshalle, ist es dann. Das hier ist aus dem Platinum, das geht ja dann auch alles nicht. Das wäre natürlich sonst auch relativ passend, sowas irgendwie, finde ich, so eine Art und Weise. Natürlich kann man hier wieder nicht durchfahren, also auch wieder blöd. Und naja, das ist so ein bisschen mein Problem. Aber auf jeden Fall, ihr hört, ich habe angefangen, mir Gedanken drum zu machen, um mal ein paar Sachen zusammenzusuchen fürs Zentrallager. Bist du schon deine Grafikkarten losgeworden? Nee, ich habe noch nicht mit angefangen. Noch gar nicht mit angefangen. Das ganze Teil steht praktisch noch hinter mir. Also das alte Mining-Rig, wo ja praktisch 8 Grafikkarten drin sind. Wovon, glaube ich, 2 aber auch gar nicht mehr funktionieren. Die AMD 570er, glaube ich. Die, weiß ich nicht. Kann sein, dass man ein Profi das
wenn jemand Ahnung hat, ne, und kann das zurück, also hier, was weiß ich, frisch aufspielen, zurücksetzen, BIOS neu machen, keine Ahnung, konfigurieren. Kann natürlich sein, dass derjenige das noch zum Leben wegkriegt. Aber da muss man dann immer erstmal gucken. Ich selbst kann es nicht wirklich. Fehlt mir auch ein bisschen die Zeit zu. Und wir überlegen natürlich, ob man dann sagt, okay, man verkauft es vielleicht als defekt für so und so einen Preis. Und es gibt auch hier, das haben wir schon mal gemacht, über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel verkauft. Jemand anderes hat die dann repariert, verkauft. Und wir haben uns dann praktisch den Erlös nachher geteilt. Ne? Er hat einen kleinen Grundbetrag bezahlt, weil er auch ein Risiko eingegangen ist, wenn das, ne, wenn das nicht hätte reparieren können. Dann wäre es erledigt gewesen, aber wir wussten auch, wir wollten die Karte ja auch nicht verschenken, weil wenn sie wirklich noch funktioniert und auch defekte Grafikkarten werden noch für ein paar Euros gehandelt, weil es ja dann doch meistens irgendwo Profis gibt, die das wieder zum Laufen kriegen. Also eine Art Joint Venture, wie auch immer, ne? Wir geben Grafikkarten zur Verfügung für ganz günstig. Derjenige repariert sie, verkauft sie und ist dann fair im Normalfall, ne? Wenn es ein ordentlicher Geschäftsmann ist sozusagen. Der freut sich dann ja auch, dass er damit ein paar schnelle Euros verdienen kann, wenn er Profi ist. Und wir freuen eben auch, dass wir das nicht verschenken, sondern eben auch noch einen Euro dafür kriegen, wenn sie noch funktionieren. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Dann ist es so. Die 570er jetzt, meinte ich. Ne? Die anderen alle, meine ich, laufen noch. Das war nicht das Problem. Haben wir letztens drüber geschnackt, welches alles noch fehlt. Steht sogar in den letzten YouTube-Videos in den Kommentaren häufiger. Das hat eine Mädel, Fenja, glaube ich, war der Name. Grüße gehen raus. Hat aufgelistet, welche Produktionen alle noch aus dem LS19 fehlen. Da waren zwei drin, die es schon gab. Also Flüssigdünger gibt es ja eigentlich über die Düngerproduktion. Und die Mehlproduktion, hatte ich auch geschrieben, gibt es schon. Aber ansonsten ist die Palette noch ganz schön groß. Der fehlenden LS19 Produkte. Also das wird alles noch locker ein halbes Jahr dauern. Locker. Weil, wie gesagt, ne, das ist, ich habe, also, wenn ihr mal so rechnet, ich habe vielleicht 10, 15 Stunden Modding-Zeit pro Woche. Viel mehr Zeit habe ich ja gar nicht. Und frag mal die Modder, die halt umfangreich auch modden, was in 10, 15 Stunden so alles machbar ist. Das ist echt überschaubar. Den habe ich selber gefahren und dann nicht losgeschickt oder was? Oder wartet der auf den nächsten? Ich weiß. Moin Moin. Da macht es praktisch eine Stufe von Rot auf Orange oder so, ne? Jetzt aber auch gleich fertig und dann kann er drüben aufs Gras fällt. Genau, so eine Frage war auch in den, habe ich gerade heute per E-Mail gehabt, warum bei einigen keine Wartung ist und bei einigen schon. Das ist einfach mal grundlegender Gedanke. Vielleicht jetzt auch bei der Dünger mal nachdenke, ich weiß es nicht. War vielleicht auch tagesformabhängig, das kann man nicht mehr sagen. Und wie gesagt, Stück für Stück werde ich noch mal gucken, auch der Fermenter und so, ne? Das war also bei einigen, macht ja definitiv Sinn, noch mal Wartung reinzubringen. Machen wir halt alles in den Bereich nach dem Motto, ach nee, nicht so eilig, ne? Haben wir hier überhaupt schon mal gedüngt? Das Feld haben wir recht neu, ne? 32. Ich glaube 30 und 31 fehlte und 32 war da. Oder? Ja. So, das ist fertig. Wenn es nur noch ein halbes Jahr braucht, bis der Stand von LS19 erreicht wäre, ist doch wird schnell. Das Neue wäre ja eine Wirkung von 3 Jahren. Ja, ein halbes Jahr ist auch, glaube ich, ein bisschen zu positiv gerechnet. Weil ich glaube, das als Zentrallager alleine wird komplett jede Modding-Stunde den nächsten 5, 6, 7 Wochen bestimmt brauchen. Ich hoffe natürlich immer, das geht schneller, aber mal schauen. Ich habe da nur einen Grunddünger drauf gemacht, damit die Sämaschine, wenn wir demnächst irgendwas ansehen, ich stelle ja die Sämaschine normalerweise immer auch auf Düngen, dass die nicht ganz so schnell leer ist mit dem Dünger. Deswegen habe ich praktisch überall schon mal 18 Kilo pro Hektar ausgebracht. Das ist ein bisschen wenig, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr ausbringen sollen, aber zumindest schon mal eine kleine Grunddüngung im Boden drin. Gülle und Gärreste haben wir einfach nicht übrig, weil sonst würde ich das damit auch gerne mal wieder machen. Aber haben wir noch zu wenig.
wird blockiert, Arbeit beendet. Das sind ja wieder tolle News da oben. Schon wieder noch was, okay, eben schon mal. Ist da denn überhaupt noch irgendwas an Unkraut übrig? Nö, ne? Nö, ach, das ist gut. Ich denke, es rüber zu 9. Gespritzt, oder? Wer ändert sich? Na. Man macht das schon von alleine, denke ich. Wir müssen weiter gucken, das geht so nicht. Bitte erinnert mich, sobald das hier durch ist, den Big M 45 zu löschen. Vielleicht erinnere ich mich selber auch, ne? Weil wir jetzt so viel Ärger mit dem gehabt haben. Also gilt definitiv hier bei Grasfeldern mit Grassammler mittlerweile wohl lieber 3 Vorderräume. Gut, Leute. Ende Gelände für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube. Kurze Folge auf Twitch. Bis gleich und tschüss. Ende Gelände für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube.